Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Orakel. Wir haben das jetzt gerade auch schon für die lieben Erdelemente gemacht. Und zwar habe ich hier meinen lieben Herzensfreund und Kollegen, den Dano von Dano Intuitiv, zu Besuch. Und wir haben uns einfach mal gedacht, wir möchten ja euch hier einfach eine Überraschung machen und mal ein Video oder für alle Elemente ein Video drehen mit Kurzbotschaften. Und gemeinsam in die Deutung gehen. Wir haben das so gemacht, dass wir Lose, dass wir auf jedes Los ein Element geschrieben haben. Wir haben jetzt ja bereits mit den Erdelementen schon begonnen. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Lose hier drin. Und der Dano ist unsere Glücksfee und der darf jetzt hier mal das nächste Element ziehen. Hallo ihr Lieben, erstmals. Ich hoffe, es geht euch gut. Und liebe Helene, danke nochmals für die Einladung, meine liebe Herzensfreundin. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal, was das nächste Element ist. Meine Augen sind verschlossen und ich greife jetzt einfach rein und ziehe. So. Welches Element haben wir hier? Feuer, Widder, Löwe, Schütze. Schütze. So, wir haben das auch bei den Erdelementen so gemacht. Wir beginnen vom Radix an, ne? Das erste Feuerelement ist der liebe Widder. Wir haben hier einmal das goldene Lenormand-Orakel und der Und Dano. das Marchetti-Tarot von Giro Marchetti und Liebürsten. Die Karten findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Genau. So, liebe Widder. Let's go. Wir schauen, welche Karten wollen sich hier für euch zeigen. Ich fange an mit dem goldenen Lenormand-Orakel. Welche Karte möchte sich hier für die lieben Widder aktuell zeigen? Oder haben wir, siehst du, gleich zwei gefallen. Da haben wir die männliche Hauptperson und die Sonne. Das ist an sich eine Energie, wo es natürlich entweder um eine männliche Hauptperson geht. Ihr wisst, eine Allgemeinlegung, ihr münzt euch das um. Und hier geht es um das Thema Aktivität, positives Denken, Wärme, nach vorne gehen, etwas sehen wollen, ne? Etwas wird sichtbar. Man schaut in die Klärung, in das Sichtbare rein. Also kommt mir hier so erstmal von den beiden Karten so der Hinweis, entweder bist du es, der oder dem jetzt irgendetwas klar wird, der irgendetwas sieht oder die irgendetwas sieht, oder ein Gegenüber kommt jetzt hier langsam in die Klarheit und es kommt etwas näher, es wird etwas klarer. Also, liebe Helene, mein Schatz, erstmal, ich bin immer wirklich fasziniert von deinen Deutungen, bevor ich hier anfange, die nächste Tarotkarte auszulegen. So, welche Botschaft zeigt sich für Widder auf aus dem Tarot? Welche Botschaft? Die Hopsala. Spannung steigt. Drei der Schwerter, ja, das ist Kummer oder irgendwo auch Schwierigkeiten in der Kommunikation zu jemandem, ist ja auch eine vage Karte. Weißt du hier die astrologische Tendenz? Saturn. Genau, Saturn in Waage, ne? Und ich denke mal, hier gab es irgendwo wirklich Probleme, ja, in der Kommunikation zu jemandem. Und es geht natürlich auch um Verletzungen, ne? Oder direkt auch um den Liebeskummer. Um Ausgleich, weil ich habe gerade gesehen, an der Ja. Unterseite zeigen sich hier die Mäuschen. Und ich nehme das so wahr, dass es sein kann, dass hier ein ausgewogenes Prinzip nicht gegeben war. Und interessant ist jetzt mit den drei Schwertern, die Saturn in Waage-Energie. Da geht es ja wirklich darum, Prüfung Saturn bezüglich eines ausgewogenen Prinzips, was hier wahrscheinlich nicht gegeben war. Und da geht es darum, Entscheidungen zu treffen, sich eventuell hier rauszuziehen aus einer Situation mit der Macht des Verstandes. Definitiv habe ich ja auch so ein bisschen Schuldgefühle wieder, mein Schatz. Es kann echt sein, dass du jemanden den Rücken zugekehrt hast, aktuell. Oder hier, ja, hier kommen mir wirklich diese Schuldgefühle irgendwo raus. Oder sagen wir mal so, jetzt nicht Angst vor Verletzungen, sondern um es auf den Punkt zu bringen, kein Bock mehr auf Verletzungen. Sehr Also, gut, genau. Was genau. ist denn an der Unterseite, Schatz? Ja, an der Unterseite haben wir hier den Turm. Wahnsinns. Mars-Energie, genau.
Und ja, der Turm ist nicht nur eine Plötzlichkeit oder plötzliche Ereignisse, sondern kann halt jetzt auch eben bedeuten, ja, Konflikt, Streitereien oder etwas, wo dann das Universum sagt, das ist ja auch eine große Arkana, okay, ich nehme dir das jetzt, weil es jetzt gerade für dich nicht richtig ist. Genau. Ja. Es kann aber auch sein, liebe Widder, dass es hier sich um ein Gegenüber handelt, ne? Also es könnte eure Energie sein oder ein Gegenüber von euch empfindet jetzt hier so, ne? Also irgendetwas war hier definitiv nicht ausgewogen. Wenn ihr diejenigen seid, die hier dazu beigetragen haben, dass etwas noch nicht ausgewogen war, dann dürft ihr jetzt hier wirklich mit einem Wandel rechnen. Sei es, dass es euer Gegenüber euch dann gerade wirklich nicht leicht macht oder hier Grenzen aufzeigt. Oder dass es euch jetzt wirklich hier bewusst geworden ist. Wofür das Ganze denn hin, ihr Lieben? Ich lasse hier mal noch eine Karte springen. Wofür das Ganze hin, für die lieben Widder? Ach, guckt mal. Da haben wir hier schon wieder eine Versöhnungsenergie, eine Annäherung, Geschenke. Na gut, einige Widder haben ja jetzt auch bald Geburtstag, ne? Also Ja. diejenigen, naja, jetzt ist noch erste Dekade, ab 10. zweite Dekade dann, ne? Das weißt du Genau. besser. Ja, die erste geht bis zum 31., dann bis 10., die zweite und bis 21., bis 20., 21. die dritte Also sind dann. wir jetzt schon in der zweiten Dekade. Genau. Und da geht es hier aber um Annäherung und Versöhnung. Und die kommt mit Sicherheit. Da liegt der Schlüssel nochmal an der Unterseite. Also es geht auch hier darum, Lösungen zu finden. Eben ein unausgewogenes Prinzip. Jemand wird etwas klar. Und hier geht es dann um Annäherung und Versöhnung wieder. Ne? Ja, also ich denke mal, es waren hier echt explosive Gespräche wieder. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier auch um Vorwürfe eben ging. Und ich habe hier auch die Wahrnehmung, dass etwas noch nicht geklärt ist. Nehme Ja, ich auch weil, so wahr. ja, diese Schuldgefühle, dieses explosive, auch die übertriebene Kommunikation, vielleicht echt ja übertriebene Wortwahl oder ja, irgendwo die Grenzen überschritten. Jetzt würde ich gern hier nochmal auch zum Abschluss eine Tarotkarte springen lassen. Wie geht's da weiter? Oh, zwei haben sich gezeigt. Was haben wir denn hier? Wir haben die 10 der Schwerter. Auch wieder eine Beendigung. Wahnsinn. Eieiei, und die 6 der Schwerter. Ja, man braucht hier so eine Strategie wirklich, um, wie Helene schon sagte, diese Lösung zu finden. Ne? Aber ich sag mal so, wieder, ne, wenn das dann wirklich nicht mehr funkt, in dieser Kommunikation, empfehle ich hier auch schon irgendwo mal gerade so die Befreiung momentane. Du musst dich da irgendwie von gedanklich oder darfst dich. Das heißt, du musst dich, darfst dich von etwas erstmal gedanklich lösen, was dich auch irgendwie echt gedanklich fertig gemacht hat. Könnte, die 10 Schwerter sind ja für mich auch immer Verrat. Ne? Ja, Vielleicht Sonne geht in es ja auch, Zwillinge. vielleicht geht es ja auch um eine Verratsenergie. Was hast du noch als versteckten Hinweis, Schatz? Da haben wir hier noch die 5 der Ja, Kelche. eine Ja. Enttäuschung, Wahnsinn, ne? Die Enttäuschungen, aber auch irgendwo die falschen Hoffnungen. Ne, es ging hier auch um Thema falsche Hoffnungen. Und ich habe hier echt sehr stark diese Schuldgefühle. Also beachte wieder, das muss jetzt auch nicht nur du sein. Es kann manchmal auch beidseitig sein. Ne? Also definitiv irgendwie Gespräche, ja, heilende Gespräche, Ja, ne? genau. Auf Heilende jeden Fall, um die Gespräche. Situation wieder in eine klare Richtung zu bringen, ist Ausgleich, Gerechtigkeit und vor allem dieses, ja, wirklich Balance-System, ne? Es muss ein Geben und Nehmen, weil das nämlich so war, dass das hier überhaupt nicht gegeben war. Aber wie Ja, gesagt, entweder wird es dir bewusst oder deinem Gegenüber. ganz Ne? Also genau. hier kommt auf jeden Fall eine Klärung und eine Lösung. Mit Sicherheit findet man den Schlüssel, ne? Also Ja, diese also Lösung. diese Reue liegt auch klar da. Ich meine, allein schon, wenn man das hier bildlich schon betrachtet, ne? Also jemand wird sich jetzt hier auch Fehler eingestehen. Das kannst du sein, wieder oder dein Gegenüber. Ja, Ja. genau. Sehr gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Löwe, Löwe, ne? fünftes Haus, genau. Löwe-Energie. Ja. Okay. Willst du anfangen, Hase, oder? Kannst gerne du. Okay. Okay, welche Informationen werden denn jetzt hier für die Löwegeborenen wichtig? Welche Informationen werden jetzt hier für die Löwegeborenen wichtig? Oh, der Mond. Hat sich hier noch Interessant. einen umgedreht? Nein. Also der Mond steht in erster Linie hier natürlich für eine Energie von Ängsten, von Intuition, von
Ja, einfach davon, sich auch über Träume Gedanken zu machen. Vielleicht träumst du derzeit vermehrt oder es geht hier wirklich nochmal Mond in der Astrologie, das innere Kind und das frühe Mutterthema, dass es hier sich nochmal um diese Themen handeln könnte oder es geht um das Thema Ängste allgemein. An der Unterseite haben wir nämlich hier die Fische. Interessant, im Tarot werden ja die Fische dem Mond zugeordnet, in der Astrologie ist es der Krebs. Das sind beides Wasserzeichen. Und hier geht es darum, Dinge, die du eventuell, vor denen du weggelaufen bist, weil Fische ist für mich auch immer ein Neptunprinzip, eine sich auflösende Energie. Und jetzt nehme ich das so wahr, dass du jetzt hier ganz bewusst in Ängste kommst oder in so eine Art von tiefen Gefühlen, was du so für dich noch überhaupt nicht hattest. Es kann sich aber natürlich auch um Existenzängste handeln, weil das die Angst ist und das Thema Finanzen. Das könnte gerade ein wichtiges Thema auch für dich sein. Ja, und tatsächlich irgendwo auch psychische Ja, Belastungen. Ne? genau. Schauen wir mal, lieber Löwe, was die Tarotkarten hier noch mitzuteilen haben. Und da haben wir ja Ast der Stäbe, deine Energie, neue Impulse, neue Ideen, Errungenschaften, ja, auch die Dynamik, aber tatsächlich auch irgendwo der Neubeginnswunsch, was dich irgendwo eventuell dann mit dem Mond Ast der Stäbe belastet. Ja. Also Kraft kommt hier zurück. Ich sag beim Ast der Stäbe auch so dieses gewisse Feuer, Löwe, was du ja auch von Natur schon hast, wo es dir irgendwo gefehlt hat, kommt hier zurück in der nächsten Zeit. Es kann auch sein, dass du einfach auch vermehrt müde bist gerade, ne? Was hast du denn an der Unterseite? Unterm Kartendeck, ja, die 7 der Münzen, Geduld, ne, das ist auch Saturn in Stier, also Geduld, etwas zahlt sich aus. Das ist schon eine Energie, wo man sagt, okay, man arbeitet hart mit Fleiß, ja, möchte sich dann natürlich auch irgendwann mal wirklich von der Frucht kosten. Aber das, was du tust, auch Löwe, machst du gerade richtig, sage ich so mit den 7 der Münzen. Aber etwas dauert noch an, Genau, ne? und mir kommt gerade ganz stark das Wort Demut. Ich habe das Gefühl, liebe Löwen, ihr kommt gerade in eine extrem starke Demut, ne? Genau. Euch wird etwas bewusst, Dinge, wie ich das vorhin schon sagte, vor denen ihr weggelaufen seid und das wollt ihr jetzt anpacken. Und ihr wisst, dass bestimmte Ja. Dinge eine gewisse Geduld erfordern und ihr braucht Demut, ne? Also in die Demütigkeit zu gehen für euch selbst, aber auch anderen, mit anderen. Definitiv. Und hier kommen aber auch irgendwie neue Angebote rein. Genau. Und auch schneller als du denkst. Aber du darfst halt genau für dich eruieren, was lohnt sich und was nicht. Also es geht ja auch um eine Überprüfung, ne? Also Saturn in Stier überprüft auf den Wert und die, wie soll ich denn das sagen, ja, Nutzen und Aufwand, ne? Fällt mir hier ein, wenn es sich um das Thema Finanzen auch handeln sollte, ne? Oder berufliche Situation, ne? Weil das ist für mich ja auch hier die Anerkennung und der Ruhm der Mond. Und es kann sein, dass du hier gerade wirklich stark überprüfst, was hat hier einen gewissen Nutzen und Aufwand für dich. Ja, definitiv. So, liebe Löwen, wo führt das Ganze denn hier hin für dich? Wo führt das Ganze hin für dich? Bin ich gespannt. Wow. Der Hund, neues Vertrauen, neue Loyalität. Ja, der Hund ist für mich aber auch immer das Thema Freundschaften, Kameradschaft, Verbindung, Teamarbeit. Vielleicht hast du aber jetzt auch mal was ganz anderes, auch speziell Angst um ein Haustier, könnte auch sein, ne? Weil der Hund ist ja für mich auch ein Haustier. Ja, aber du findest hier ein neues Vertrauen, ne? An der Unterseite haben wir den Turm. Der Turm ist für mich die Saturn-Energie. In der erlösten Form geht es hier darum, Verantwortung zu übernehmen für das Thema Vertrauen und Loyalität. Also was gibst du anderen und das kannst du auch zurückerwarten. Der Hund steht für mich aber auch immer für das Thema Unterwürfigkeit, ne? Also inwiefern übernimmst du auch hier Verantwortung für deine eigene Macht und die Art, wie du auch andere anleiten kannst? Vielleicht geht es ja auch tatsächlich um Ängste, weil du hier auch in Führungspositionen kommen könntest. Oder das Thema Selbstständigkeit, ne? Vielleicht möchtest du ja auch im Bereich der Selbstständigkeit etwas verändern. Im Großen und Ganzen geht es aber auch darum, Verantwortung für die eigenen Gefühle und Ängste zu übernehmen. Im Bereich von Freundeskreis, aber auch hier eventuell eine Verbindung zu vertiefen. Ja. Und ich nehme das, warte Daniel, du wolltest gerade was sagen, du kennst mich ja, Wortschatz. Der Turm ist für mich natürlich auch eine gewisse Form der Abgrenzung. Und es kann auch sein, dass du Löwe
dich jetzt erstmal wirklich hier passend zu Saturn in Stierenergie momentan auch etwas zurückziehst, um erstmal für dich zu überprüfen und ein Gefühl für deine eigenen Emotionen zu bekommen. Das Ja. wäre auch eine Möglichkeit. Und hier wirklich auch den Bereich der Freundschaften zu überprüfen. Das wollte ich gerade sagen, ja, Überprüfung der Freundschaft, weil jetzt sieht man sich auch irgendwie von gewissen Freunden zurück. Genau. Oder, ja, schauen wir mal jetzt hier mit den Tarotkarten. Eieiei. Ritter der Kelche, Versöhnung in Annäherung, sehr, sehr schön. Also spiegelt sich mir ja hier auch mit dem Hund. Tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, dass auch eine Versöhnung mit einer Herzensfreundin, mit einem Herzensfreund reinkommt. Auch diese Themen, es gibt hier nochmal neue Chancen. Etwas dauert aber, wie Helene auch schon gesagt hat, noch ein bisschen an, ne, durch Saturn hier auch. Es wird überprüft. Schauen wir mal, mit was es geklärt wird. Mit dem Ritter der Kelche. Uranus-Energie, der Narr. Ja, neue Chancen, Neubeginn. Aber auch das Thema Unschuld und Leichtsinn. Ne? Irgendwo nicht mehr zu leichtsinnig zu sein. Der Turm, ne? Genau, weil Narr ist für mich auch oft wirklich Leichtsinn. Ja, wo war man blind? Ja, vielleicht wurde hier dir auch Löwe irgendwo dein Misstrauen, dein Vertrauen, Verzeihung missbraucht. Ne? Weil der Narr stürzt sich ja so in alles rein, denkt nicht viel nach. Ne? Und guckt mal, hier ist auch ein Hund auf der Karte des Narren, ne? Genau, auch das unkonventionelle Denken, das ist natürlich Uranus, also Wassermann-Energie. Also ich habe das, die Wahrnehmung, du möchtest hier schon Aussprache, aber nicht da irgendwie mehr auch wieder nur jedem blind zu vertrauen. Ne? Es kann auch sein, dass du tatsächlich etwas aussitzt, um einfach mal zu testen, welche Ja. Menschen geben sich denn wirklich auch Mühe, ne? Sei es Geschäftspartner, Freunde, Partnerschaften etc. Was hast du an der Unterseite noch, lieben Schatz? Und an der Unterseite habe ich ja Rat des Schicksals. Das ist Schütze-Energie, Jupiter, Glück, positive Wendungen. Also man kann hier jetzt nochmal das Schicksal auch zwischen zwei Menschen wenden. Ne? Aber Rat des Schicksals ist ja auch für mich Bestimmung. Ne? Und die Bestimmung führt man selbst. Ne? Also ich sehe hier mit der Abschlusskarte positive Wendungen. Ne? Es kann hier zu Versöhnungen nochmal kommen. Aber du wirst halt völlig anders agieren, Löwe, ne? Also du, Ja. wenn du derjenige bist, der hier eventuell verzeihen darf oder vergeben darf, dann bist du sehr überprüfend, ne? Also du lässt dich ja auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und du gehst halt, ja, also bei dir kommt mir ganz stark das Wort Demut rein. Ja. Wirklich Demut, ne? Demut, genau, definitiv. Und ich habe das hier auch so, dass sich schon jemand versucht, auch dir ja anzunähern, aber Richtig. sich irgendwie vielleicht auch nicht ganz traut. Ne? Ich meine, Genau. Löwen sind ja auch oft sehr, sehr aktiv, selbstbewusst, ne? Sehr selbstsicher und ja. Aber wichtig als Hinweis noch, liebe Löwen, und das hatte ich, glaube ich, auch in der Frühlingslegung bei den Löwen, die letzten Monate waren hart für euch und ihr legt jetzt tatsächlich hier die Masken ab, ihr werdet authentischer und das spiegelt sich hier in dieser Legung wieder. Bleibt wirklich dabei, ein Gefühl für euch zu entwickeln und in die Demut zu gehen. Ja, und besonders, liebe Löwen, Authentizität wünsche ich sehr, weil ja, Authentizität finde ich ist wichtig. Also Ist auch befreiend. ja, vielleicht warst du auch irgendwo in dem Thema wirklich unschuldig mit dem Narr oder wirklich leichtsinnig. Aber gut, Fehler passieren, ne? Viel gelernt, ne? Bei Saturn-Energie, karmische Lernaufgaben. Ja. Der Hüter der Schwelle, ne? So, und jetzt haben wir die wundervollen Genau, Schützegeborenen. Sagittarius. So, ihr lieben Schützen, was zeigt sich denn hier für euch? Okay. Welche Karte wird für meine lieben Schützegeborenen hier wichtig? Welche Karte wird wichtig für die Schützen? Der Brief, der war doch auch schon In den beim Steinbock, gell? ja, Erdezeichen, Steinbock, genau. genau. Ihr Lieben, dann nehme ich gleich mal hier diese Karte noch mit dazu, der versteckte Hinweis an der Unterseite. Bei dir kann es sich um Informationen, Thema Kommunikation, Dinge, die du noch nicht weißt, Nachrichten handeln, entweder bezüglich einer älteren männlichen Person, einer Vaterfigur, eines Vorgesetzten, auch eines Herzensmenschen aus der Vergangenheit eventuell, das wäre ja auch möglich. Und es geht hier um wichtige Nachrichten.
Aber auch, wie gesagt, um Dinge, um Dokumente, um Informationen, um Wissen, was du eben noch nicht weißt. Weil der Brief ist ja noch verschlossen. Es kann sich aber auch allgemein um das Thema Oberflächlichkeit handeln. Vielleicht möchtest du hier aus einer gewissen Oberflächlichkeit heraus in eine Tiefe gehen. Ne? Der Bär ist für mich ja auch eine sehr alte Karte. Und das ist für mich ja sowieso auch hier mit dem Brief eine sehr traditionelle Energie. Und vielleicht möchtest du irgendwelche alten Werte dir jetzt wieder mit ins Leben bringen. Du möchtest aus dieser Oberflächlichkeit einfach auch raus. Mal sehen, was Ja, da nur noch für Zusatzinformationen hat. genau. Und was ich auch noch kurz hinzufügen wollte, ist auch dieser gewisse Stolz irgendwo, Ja, ne, mit dem sehr gut, Bären. genau. Schauen wir mal, eine Tarotbotschaft, das ging ja schnell. Ja, der Eremit, innerer Rückzug, Heilung, das ist auch die Jungfraukarte, aber definitiv auch so diese selbst erwählte Einsamkeit irgendwo zur Erleuchtung zu finden. Und ich sag auch immer beim Eremiten, ja, gib dir auch Zeit, ne? Rückzug ist hier wichtig, selbst auserwählte Einsamkeit, ja. Und Prozess, Eremit ist für mich auch immer so Prozess, ne? Ein Prozess dauert an, bis was heilt, bis du Klarheit bekommst. Was hast du an der Unterseite, Schatz? Am Unterdeck habe ich die 8 der Schwerter. Befreiung. Ja, Befreiung, dieses du siehst etwas irgendwie momentan nicht. Da sage ich echt so, ach der Schwerter und Eremit, zieh dich zurück oder geh in diese selbst auserwählte Einsamkeit, um etwas wieder klarer zu sehen. Tatsächlich, Schütze, habe ich die Wahrnehmung, dass dir auch irgendwo die Klarheit fehlt. Und da könnte dir der Hinweis, die versteckte Information, was du noch nicht weißt, auch in einem vergangenen Vater- oder Großvater-Thema liegen, ne? Weil der Bär ist für mich Vater oder Großvater. Und da könnten hier, um dich zu befreien, aus irgendeinem Prozess in die Heilung zu finden, hier noch versteckte Informationen liegen. Nur mal so am Rande, ihr Lieben. Genau, es kann halt auch echt sein, Schütze, dass du hier etwas mit den 8 der Schwertern, es war auch in der Kommunikation zu viel, also too much mit jemandem, du konntest irgendwie etwas nicht mehr hören. Kann auch sein, dieser selbst auserwählte Rückzug dann von einer Person. Und weißt du, was mir hier auch noch einfällt, liebe Helene? Sag mal, Schatz. Ja, diese Neugier kommt mir durch und dieses, da sage ich dann so, ja, was du nicht weißt, macht dich auch nicht heiß, Schütze. Ja, genau. Thema Eifersucht irgendwo auch, ne? Ja. Na, die 8 Schwerter sind ja auch so die Selbstsabotage, ne? Das definitiv auch. Dass man sich auch selber, wie soll ich denn sagen, so geißelt, ne? Dass man. Oder es geht ja auch um Machtthemen nochmal, ne? Dass du dir vielleicht deiner Macht in einer bestimmten Situation nicht bewusst bist. Ja, schauen wir mal, wie sich's noch direkt Genau, wo weiterentwickelt. führt dich das denn alles hier hin, lieber Schütze? Wo führt dich das hier hin? Oh, aber passt mal auf, der Berg sieht zwar immer erstmal ganz schrecklich aus, oder herausfordernd, aber dass der Berg ist für mich, kommt auch hinzu noch. Eine ganz alte Energie. Der Berg, er braucht ewig, um zu entstehen. Und es geht hier darum, Hindernisse zu überwinden, eine Blockade in die Bereinigung zu bringen oder eine Blockade auch bestehen zu lassen. Das kann auch sein. Vielleicht hat ja auch hier irgendeine Person nicht gut getan. Und hier geht es darum, diesen Kontakt zwar für dich zu lösen, was solltest du davon lernen, aber dir weiterhin eine gewisse Distanz zu halten. Das wäre eine Lösung. Es geht aber hier darum, dir irgendetwas wissen. Wir haben hier 2 sehr alte Karten. Guck wirklich mal auch in die Ahnenreihen bei dir, welches Wissen dir noch hier nicht bekannt ist, ne? Also definitiv ist hier die Distanz, ne? Ja. Wie Helene schon sagte, weil auch Achter Schwerter und Eremit sowieso absolut ist die Distanz oder dieser Rückzug, weil auf Klarheit und Besinnung. Genau, und hier geht es nämlich dann um das Thema Aktivität, aktives Prinzip. Vielleicht ist es auch so, das kommt mir gerade da nur, wenn es um das Thema Liebe geht. Vielleicht seid ihr hier immer an den falschen Partner oder Partnerin, ihr münzt euch das umgeraden. Hier waren immer Blockaden bezüglich der Liebe oder eines Gegenübers oder eures eigenen männlichen Prinzips. Und das liegt hier in irgendeiner Ahnenreihe, liegt irgendwo eine Blockade, ein Hindernis, eine Hemmung,
die jetzt aber hier durch den Eremit Jungfrau-Energie auch in die Heilung gebracht wird. Ja. Es geht aber auch um dienendes Prinzip. Jungfrau ist das dienende Prinzip in der Astrologie. Lass du mal noch Karten springen, Danu, was sich hier noch Genau, zeigt. Das das finde ich sehr, sehr spannend gerade bei den Schützen. wollte ich gerade tun. Schauen wir mal, liebes Tarot, wie entwickelt sich das hier? Ja, und da haben wir die Sechs der Münzen, ne? Geben und nehmen darf im Einklang gebracht werden. Ja, wo hast du zu viel gegeben, Schütze? Wo hast du zu wenig zurückbekommen? Ne? Also man. Deines Wertes bewusst zu werden, ne? Ja, das ist definitiv auch ist eine Stierkarte. Ja. Aber weißt du, was ich bei den Sechs der Münzen auch immer habe? Das ist für mich auch oft so diese Entertainer-Karte. Gut, in dem Deck sieht man es jetzt nicht, aber im klassischen Rider-Waite. Jemand hat ja auch vielleicht wirklich zu viele Menschen unterhalten und es wurde einem nicht die gewisse Aufmerksamkeit irgendwo geschenkt. Ja, Verantwortung, ne? genau, Verantwortung wurde auch nicht Was hast du denn an der gezeigt. Unterseite? Page der Stäbe, ja, Neugier, das ist auch für mich der Botschafter der Nachrichten. Also auch hier wieder bei den Feuerzeichen echt viel die Kommunikation. Oder Page der Stäbe ist ja auch wieder Kinder. Buben sind für mich auch immer Kinder. Ja, das Vielleicht hat auch. das ja auch bei dir mit Kindern zu tun. Also schau, also mein Fazit hier, nochmal Zusammenfassung bei den Schützen. Schaut hier nochmal in alte Themen rein. Ihr kommt, ihr seid viel mit der Vergangenheit. Traditionelles, altes, Hindernisse, etwas, das lange zurückliegt. Und da liegt irgendwo ein Knoten. Ja, und die Ne? Verantwortung. Also Genau. jemand, es muss ja jetzt nicht nur du sein, Schütze, vielleicht auch dein Gegenüber darf mehr in die Verantwortung kommen. Also kann, wie Helene auch sagte, echt auch ein Kind betreffen hier, ja. Richtig, genau. Ja, ich spüre hier noch irgendwie so den Ja, Impuls. habe ich mir gerade gedacht, Hast Danu. du dir. Irgendeine Karte fehlt noch, dachte ich mir. Ja, ich habe den Impuls auch gespürt. Wahnsinn. Da haben wir die Neun der Stäbe und das ist eine Alte Wunden lecken. klassische Karte von euch, also Mond in Schütze hier, genau. Aufpassen, aufpassen und ständig auch das Thema Verletzungen. Auch der verletzte Krieger Chiron, ne? Und vor allem, ja, dich irgendwo zu beschützen, was auch das Thema Vertrauen angeht. Es Ja. geht ja auch darum, alte Wunden zu lecken. Also euren Wunden bewusst zu werden. Und das ist Ja. tatsächlich oftmals sehr schwer, weil wir das ja oft gelernt haben. Uns gerade die Schützen sind ja eigentlich die Optimisten im Tierkreis, ne? Und hier wirklich einmal zu gucken, auch ihr habt Verletzungen erlitten. Und hier wirklich auch mal zu schauen, wie weit liegen denn diese Verletzungen zurück? Und hier ganz bewusst hinzuschauen, diese alten Wunden zu lecken. Ja, weil man hat hier tatsächlich zu viel gegeben. Ne? Und dass man dann irgendwann mal in diese Neun der Stäbe kommt und vorsichtiger agiert oder selbstachtender, ist, denke ich, hier notwendig oder auch normal. Ne? Richtig. Ja. Also hier geht es viel um das Thema Selbstreflexion, ne? Wie Danu vorhin schon wunderbar sagte, mit dem Eremiten in die selbstgewählte Rückzugsenergie, um euch eurer Ja. Themen hier bewusst zu werden, nicht weglaufen. Genau, nee, Ja. definitiv nicht weglaufen. Was ich noch mal kurz nur hinzufügen möchte, ist Neun der Stäbe kann auch noch mal so, da fällt mir das auf Deutsch nicht ein, a last effort, also noch mal ein letzter Versuch sein. Ja. Man richtet hier seine Krone, ne? Nicht aufgeben, Schütze. Weil, was mir auch bei den neuen Stäben noch, jetzt sind wir voll im Flow, Danu, was mir nämlich bei den neuen Stäben auch noch auffällt, ist, und das passte auch hier, jetzt sind die Kartenleiter schon weg, mit der Blockade und der männlichen Hauptperson. Hier sind solche alten Wunden, dass ihr euch wirklich davor verschließt, weil ihr aus diesem selbstgemachten Gefängnis, wie mit den 8 Schwertern, ihr wollt da nicht raus. Ihr habt Blockade.